Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge von Tierarzt Tacheles. Heute geht es um die wilde Vergangenheit eurer Haustiere und um ein kleines Gedankenexperiment. Dass der Wolf der Vorfahr des heutigen Haushundes ist, brauche ich, glaube ich, keinem mehr zu erzählen. Man hat vor etlichen tausend Jahren begonnen, den Wolf zum heutigen Hund zu züchten. Das heißt, man hat versucht, verschiedene Merkmale herauszuzüchten, die man für den heutigen Einsatz im Haushalt und im Umfeld des Menschen braucht. Dazu zählen verschiedene Merkmale wie zum Beispiel kurze Nase, lange Nase, krummer Rücken, kurzer Rücken, Glubschaugen, Faltennase und noch so einiges mehr. Zugegeben, einige davon sind wenig vorteilhaft. Aber es gibt noch weitere Unterschiede. Der Wolf zum Beispiel jagt. Er muss seine Beute erjagen, er jagt im großen Rudel, er muss erfolgreich sein und setzt sich dabei Gefahren aus. Der heutige Haushund hingegen ist was klüger, er lässt es sich halt servieren, sein Futter. Der Wolf ist dabei ein absoluter Ernährungsgeneralist. Er nimmt das, was er angeboten bekommt von seinem Habitat, wo er sich gerade befindet. Das heißt, er nimmt als Grundlage Säugetiere von Feldmäusen, Wühlmäusen, Rehe, über bis Wildschweine in unseren Breiten hier. Er kann aber auch im Rudel wirklich Elche und auch Bisons erlegen und nimmt auch mal zwischendurch, wenn er gerade nichts anderes findet, Äpfel, Beeren oder mal eine Birne. Und gerade weil der Wolf extrem durchdacht jagt und sich wirklich gut an seine Umgebung anpassen kann, gerade da, wo er wohnt, gehört er zu den absoluten Spitzenprädatoren. Und ich finde, euer Hund kann auf diesen Vorfahren echt stolz sein. Kleiner Fakt am Rande. In Gefangenschaft aufgezogene Wölfe können nach ihrer Auswilderung selbstständig und instinktiv Beute machen und somit überleben. Der Vorfahre Hauskatze ist die Falbkatze. Die Falbkatze stammt aus Afrika und sieht äußerlich eigentlich genauso aus wie die europäische Kurzhaarkatze. Sie hat lediglich ein bisschen längere Beine, aber ansonsten das gleiche in grün. Die Falbkatze nährt sich in der Wildnis hauptsächlich von kleinen Säugetieren wie Mäusen, aber auch Reptilien wie Schlangen und Eidechsen, von Vögeln, von Amphibien und auch von vielen Insekten. Also eigentlich exakt das gleiche wie unsere Hauskatzen hier, wenn sie draußen jagen dürfen. So, jetzt kommen wir zum versprochenen Gedankenexperiment. Es geht um Folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, die Menschheit ist ausgestorben, die Haustiere sind wieder alleine. Was würde passieren? Ich meine, ihr wisst auch, dass die Tiere auf uns angewiesen sind. Die lassen sich gerne was kredenzen, die Dosen öffnen, die Futtersäcke, was auch immer. Ich glaube, das ist meine persönliche Theorie, dass sich die Hunde zurückentwickeln würden zum Wolf. Zu dem wirklich erfolgreichen Jäger. Wenn man sich vorstellt, Menschheit ist ausgestorben, die Hunde sind wieder alleine und dann ziehen die erstmal aus dem Haus durch die Nachbarschaft, suchen sich eine Gang, suchen sich ihr Rudel und dann wird wahrscheinlich ausgesiebt werden. Wer ist groß, wer ist stark, wer ist erfolgreich, wer unterstützt mich dabei, dass ich genügend Nahrung sammeln kann, um mich fortpflanzen zu können. Ich glaube, das wird der Weg sein und ich denke, irgendwann werden die wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen in die Körperrichtung des Wolfaussehens gehen. Die Katzen hingegen werden sich meiner Meinung nach gar nicht bis ein bisschen verändern. Ihr seht es draußen, Katzen sind sehr selbstständig. Die können Mäuse fangen, die können auch mal eine Ratte und noch größere Säugetiere erbeuten. Und die brauchen uns eigentlich gar nicht. Das heißt, meiner Meinung nach geht eine Katze raus, ist ein Einzelgänger, wird sich kein Rudel aufbauen, sondern wird sich direkt wirklich gut zurechtfinden und wird ihr Leben wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, aber ganz ähnlich weiterleben können wie bisher. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam rumspinnen, denn ich möchte wissen, welche Rolle würde euer Tier in diesem Endzeit-Szenario einnehmen? Schreibt mir in die Kommentare, ich bin auf eure wilden Theorien echt gespannt. In der nächsten Folge von Tierarzt Tacheles habe ich mir Hilfe meinem guten Freund Massi geholt. Und ich werde das hier benutzen, Leute. Drückt mal irgendwann an! Au! Au! Das ist echt scheiße. Die Dinger sind seit 2004 auf deutschem Grund verboten. Und das nicht ohne Grund.